Die Einwohner von Ofala, dieser kleinen Branauer Siedlung, sprechen noch heute die deutsche Sprache, die auch in Zukunft als lebendige Sprache bewahrt werden soll. Im ungarndeutschen zweisprachigen Kindergarten und in der Minikrippe bereiten sich die Kinder auf die Ostern vor. In dem Wald steht ein Haus, schau, Mama, du fährst heraus. Komm, ein ist ein Kinderlein, Lopfe, ein Lichtöl. Du möchtest bitte rosarot. Ist das rosarot? Ja. Bitte schön. Möchte bitte rosarot. Auch rosarot. Bitte schön. Möchte bitte blau. Welches ist blau? Sehr schön. Osterhäschen, Osterhas. Leg mir doch ein schönes Ei. Eine eigene Methode. Mit diesen Kindern, die aus Ofalu kommen und noch durch die Großeltern oder Eltern die Sprache mehr kennen, mit denen spreche ich Dialekt. Ich bin ja aus Ovalo, also ich kann so reden wie die Ovaloer. Und die anderen Kinder, die aus anderen Gemeinden kommen, dann spreche ich Hochdeutsch, da ja in der zweisprachigen Schule in Macaknados Deutsch, also die hochdeutsche Sprache, unterrichtet wird. Und so wollen wir halt hier in Ofalu. Es ist bekannt, bei vielen Häusern haben wir, wo von deutschen Gebieten Leute gekauft haben. Die sind hauptsächlich nur teilweise im Sommer da, aber wir haben auch 5 oder 6 Familien, die ein ganzes Jahr hier wohnen. Und die haben auch Ofalu wegen der Sprache gewählt. Und deswegen meine ich, dass wir die Sprache als ein einmaliges etwas noch lebendig halten müssen. Die örtliche Selbstverwaltung und die deutsche Selbstverwaltung tun alles, um die Jugend im Dorf zu halten oder eben zurückzulocken. So unterstützen wir auch die Jugend, dass sie bleibt. Wir haben eine Unterstützungsquote durch die Selbstverwaltung von Ofalu und es funktioniert gut. In so einem kleinen Dorf, wenn jährlich 1-2 Häuser gebaut werden, oder Familien sich ansiedeln, das ist eine Überlebenschance, weil das prozentual bedeutet, dass wir jetzt auch wieder mehr Kinder haben. Und so haben wir auch unsere Mini-Grippe vor 2 Jahren gegründet, damit die Eltern ebenso dieses Komfort fühlen wie in der Großgemeinde oder in der Stadt, dass sie halt arbeiten gehen können. Eigentlich so ganz sicher kann ich es nicht sagen, Was jemand, der wo kommt, erzählt, da staune ich manchmal, welche Dinge den Leuten wichtig sind. Das ist zum Beispiel die Sicherheit, eben die gute Luft, die Lage, die Ruhe, aber auch das lebendige Dorf. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass von uns arbeiten auch sehr viele junge Leute und auch Senioren in Österreich, Deutschland, in der Schweiz, überall, dass jetzt auch 2 Geschwister nach Hause gekommen sind und die ursprüngliche traditionelle Arbeit, also das Drechseln oder das, die Holztischlerarbeit weitergeführt wird. Durch Werbung wird das Weiterleben der berühmten alten Berufe unterstützt. Die Stühle, weil die sind ja sehr bequem. Wir selbst haben die kleinen Stühle vor 35 Jahren im Kindergarten und benutzen sie noch immer. Und manchmal muss man sie nur neu flechten lassen, aber sonst sind sie so stabil. Im Leben einer lebendigen, guten Gemeinschaft spielen auch Veranstaltungen eine wichtige Rolle. Bei uns die kleineren Veranstaltungen und die großen sind jetzt lange weggefallen. Aber das erste, wo wir jetzt planen, das ist am 13. Juni haben wir den Heiligen Antonius, der ist der Schutzpatron unserer Kirche. Und da haben wir immer 3 Tage Veranstaltung, weil wir, wenn wir schon mal die Kosten für Zelt und für alle Vorbereitungsabend haben, dann wollen wir für jede Interessen etwas bieten. Da haben wir schon, es ist schon Tradition seit einigen Jahren, einen Rockabend
Freitag, Samstag einen traditionellen Nachmittag mit Musik und mit Tanz und mit Chor. Und am Sonntag Vormittag backen wir dann unsere eigenen Kipfel, Salzkipfel, zusammen mit den Leuten, die wollen mithelfen. Und Nachmittag genießen wir dann den Ausklang mit einer Blasmusik. Und dann sind natürlich die Kipfel auf den Tisch. Ufala besuchen viele Schüler- und Erwachsenengruppen, um die Siedlung, die ihre Traditionen treu bewahrt, trotzdem voll vom Leben ist, kennenzulernen.